at the number 75, the Black Tree Race crew and GTEs, because he's got a little bit of a fight in his hands with Stevens now. Porsche chasing the Corvette as Thomas looking left and right. He goes to the right side. He's got a little bit of an overlap, but he's early on the brake. So ghost contact between them is going to shove the Corvette off track. Silverdale in the number 75. That puts him up to 11th in class. And we just had the car go upside down in the chicane. Pat 15, the Pat 3 race crew car has rolled over, and it's getting going again. A lot of damage to the 75 Porsche, but it's back on its wheels and it can keep going. Die letzten drei Rennen vollends versemmelt. Das ging ja schon mit dem Bernie los. In Laguna Seca mit dem BMW. Ja, aber da... Da habe ich nicht allzu viel verloren, weil insgesamt das Feld sehr stark war, ne? Du bist ja jetzt noch in der Einführungsrunde, ne? Ja, ja. Dann begrüße ich mal hier unsere Zuschauer. Hallo und ein ganz herzliches Willkommen hier aus Suzuka erneut. Probieren wir heute mal unser Glück. Der Tommy wieder am Start mit dem wunderschön lackierten Lamborghini. Nochmal ein Gruß an unseren Teamkollegen, den Totti, der hier dieses geile Paint für uns gemacht hat und da auch in die Schattierung viel Zeit investiert. So, und dann geht der Tommy gleich auf seine schnelle Runde. Und da drücken wir ihm doch alle mal unsere Daumen und Zehen. Ja, den dicken Onkel, den muss man drücken, immer. Das Wichtigste heute, der Tommy hat einen kleinen Schluck getrunken, damit es auch wirklich funktioniert. Daran wird es nämlich im letzten Portal gescheitert sein. Viel zu nüchtern gefahren, mein Teamkollege. So, alles Gute. Jo. Ich bin erstmal eine Runde hier still. Ja. Auch mal, wo die Reise hingeht. 9. Startplatz, Top 10. Nicht schlecht. Ich weiß nicht, wie meine anderen Quali-Zeiten waren, aber ich glaube, das ist mit einer der besten, oder? Was hast du gefahren? 59,4. Also 1,59,4. Ja, du hattest, glaube ich, gestern eine 1,59,8. Ja. Sehr gut aus. 9. Ja. Der Patrick König steht auf der Pole Position. Ja? Der Patrick König. Das fällt und so gut, Markus, ne? Kuntaric auf Platz 2. Und dann haben wir den Josep Sanchez auf dem 3. Rang. Ali Undes auf Rang 4. Aber interessant, guck mal, die ganzen 27, 24, 18, 26, 21, die haben alle niedriges I-Rating, ne? Die sind alle relativ weit vorne, ne? Ja. Ansonsten so, hier ja. Suzuka, 17 Kurven, 5,8 Kilometer und einer der ganz wenigen Strecken auf der Welt mit einer 8er Form. Ja. Ah, ich sehe gerade die Brücke im Hintergrund hier, da ist die Brücke. Ah, da war sie wieder. Zu DDR-Zeiten, da gab es ja nur zwei Autorennbahnen, eine 8 und ein Kreis. Also habe ich gedacht, die Hälfte aller Rennstrecken auf der Welt sind eine 8-Form. Bei uns gab es ja auch zwei Autos. So ein Ferrari-Nachbau und ein Tyrell mit 6 Rädern. Deshalb habe ich gedacht, jedes zweite Formel 1-Auto hat 6 Räder. Aber das ist ja nur eine Saison gelaufen und dann haben sie es verboten. Aber das hat mich immer fasziniert, dieser Tyrell mit den 6 Rädern. Ja, aber irgendwie hat es nichts gebracht, ne? Nee. Oh. Es gab ja schon so einige Innovationen. Der Ground-Effekt kehrt ja jetzt zurück.
wo sich das Auto am Boden ansaugt. Good luck, guys. Be safe and have fun. Oh, jetzt ist es wieder fett, oder? Ja, geht auch gleich los. Quasi jetzt. 9. Platz. Tommy, ich wünsche dir mal alles Gute. Alles klar. Und immer wenn Nika zu im Stress stehst, melde ich mich auch zu machen. Ja. Ansonsten tue ich das dann später nachholen. Die ersten paar Runden. Die genau. Ersten paar Runden ist ja ein bisschen. Interessanter Start. Green Flag. Da ist das Rennen freigegeben. Grüne Flagge und Patrick Koenig geht direkt in Führung. Dahinter Markus Kotaric. Kann ich alles nicht ganz zeigen. Kannst du dich nicht stumm winzen da? Alle haben sich erstmal einsortiert, jeder sucht hier seinen Platz. Die ersten greifen schon an. So ein herrlicher Anblick hier, diese 28 Supersportwagen und mittendrin der Tommy in einem wundervoll lackierten Lamborghini. Aber es geht nicht drin. Hier bei iRacing eine der beliebtesten Rennserien überhaupt. Und ihr seht hier überhaupt diese ganzen verschiedenen Supersportwagen, die da ausbalanciert sind. Wahnsinn, einfach nur geil. Los, Pizzas. Tommy, 8. Platz. Bobby, Raul, Rivera. Viele, die hier fahren, die haben sich hier auf die GT3-Rennwagen spezialisiert und üben jeden Tag frühes Abend nur mit dem Auto. Oh, und da hinten hat es nicht dran. Ganz offen hier, Patrick. Platz 20, Kevin Villagomez. Und überall Kevin. Aber alle noch schön eng weißer. Oh, da fliegt der nächste ab, der Kevin wieder kommen ist. Oh, nächster Unfall, Anthony Wade. Das sehen wir hier noch einmal, der Kevin wieder kommen ist in Position 19, der fliegt hier als erstes ab. Direkt dahinter Fumulo Modipane und Kerry F. Corcoran. Die sich nicht einig sind und sich gegenseitig die Kiste fahren. Und dann kommt hier auch noch ein BMW angeflogen. Das sehen wir hier nochmal im Video der Anthony Wade. Nochmal den vierten Patrick Koenig, dahinter Markus Kotaric, Josef Sanchez und Ali Gundes. Dahinter den Rafael Herrera, der dem Ali am Anfang schon mal reingeknallt ist, der Michael Schärfel und Raul Rivera. Immer hier in dem Energy McLaren sehen, Energy Lambo direkt vor dem Top. Dahinter Joe Timmermann und Juanjo Gutierrez. Auch im Lambo. Dahinter Albino Guani, Jose Cabezas und Randazzo Manuel. Dahinter Phil Weber, Hendrik Böckmann und Manuel Carrasco. Bas Royen, Harald Bieber und Pomolo Modipane. Dahinter der Dennis Dupont, Arthur Weiss und Jake Huff. Irgendwann den Top auf dem 8. Platz.
mal ganz besser zu laufen. Ein super Feld von verschiedenen GT3-Fahrzeugen. Und noch scheint hier alles sehr gesittet abzugehen, bis auf das bisschen am Anfang. Schauen wir mal. Oh, da ist der nächste. Kaum haben wir es angesprochen. Juanjo Gutierrez ist ausgerutscht, aber nichts weiter passiert. Nur ein bisschen gedreht, weiter geht's. Tommy dran am Raul Rivera. Warten nach vorne alles ganz eng. Aber da ist noch einiges drin, schätze ich mal. Hier sehen wir mal den Randazzo Manuel an derselben Stelle, rutscht auch aus. Oh, hat aber Glück gehabt. Nichts weiter passiert, Platz 13. Weiter geht's. Und Tommy läuft, oder? Naja, alles gut. Oh, jetzt hat er. Ah, die Hunde ist aber weit weg gemacht. Anthony Wade. Hinter ihm Kevin Villagomez und vor ihm Jochen Hennig. Es aussieht noch niemand ausgefallen. Alle noch im Rennen. Der ein bisschen aufgehalten wird, Paul Rivera. Hier gerät der Kerry F. Corcoran mit dem Andreas Kamrat an einer Position 26 und 27 und der Kerry dreht sich ein. Da ist einer abgeflogen bei dem Moment. Was Tommy automatisch Platz geschert hat. Da kommt das war der Erstplatzierte, den es da gelöffelt hat, wie es aussieht. Ja. Auf jeden Fall fliegt der Mann von Rojen ab Position 16. Und hier sehen wir nochmal eindrucksvoll der Patrick König, wie er seine Führungsposition wegwirft. Schade. Fieber. Oh, eben der Randazzo Manuel und Dennis Dupont. Der Dennis Dupont, der jetzt an dem Randazzo vorbeigegangen ist. Hier mit der Tommy und der Raul. Damit schon auf dem 7. Platz. Mal den Hendrik Beckmann, den Porter, Folge von dem Silvera, Oli, Ferrari, davor Jose Camesas und Alfredo Gardi, alle zusammen in der Gruppe. Hier kommen davor Raul Rivera, Platz 6, da hinten der Tommy, davor Michael Scherte. Silvera, Captain. Vorne Albino Guani, Plätze 9, 10, 11, hier ist Platz 12, Hendrik Beckmann. Da ist auch Patrick Koenig, der die ganze Zeit geführt hat. Oh! Da ist der Joseph Capesas aber einen bösen Fehler gemacht. Und fällt jetzt auf den 12. vom 9. 10. auf den 12. Platz zurück. Da geht es ganz schön zur Sache hier hinten. Mal ganz vorne, Markus Kutarin spielt hier. Paul Josef Sanchez und Adi Bundes. Platz 4, Rafael Herrera. Hier ist aber auch noch lange die erlaubbare Art. Der Tommy ist noch in Reichweite, wie ihr seht. Verholt von Michael Scherbe. Und das sehen wir jetzt hier unseren ehemals führenden, den Patrick König, wie er abbiegt in die Mauer und erneut einschlägt. Naja, hat halt keinen guten Tag. Interessante Gruppe hier. Und da, ich glaube auch Kerry M. Corcoran hatte schon bessere Tage wie heute. Nächster Abflug. Naja, Position 26 ist ja schlechter, kann es nicht werden. Damit Adi Hundes jetzt auf dem 2. Platz, der Josef Sanchez auf dem 3.
dadurch Markus Kandaric den Vorsprung rausgeholt. Und die Gruppe dahinter ist jetzt fast wieder dran. Und da hat der Ali das Auto weggeworfen. Oh, 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 oh. Nicht andotzen, nicht andotzen. Mal wieder Pech gehabt. Aber zum Glück das Rennen nicht vorbei. Noch nicht aller Tage Abend. Und jetzt macht der Deckel zum Fahrrad hier. Kannst du doch so viel blinken, mein Freund. Hattest du ja noch Glück im Unglück. Ja. Hat er denn ein Ei am Kreisen oder was, ey? Jetzt hat er Dennis zu kommen. Ich hab ihn doch noch überholt. Was hatten wir für Rundenzeiten? Dieser Dennis DuPont. Das kann ich hier mit meinem Overlay nicht sehen. Okay. Das ist ein Grund, und dadurch der Pilbeber jetzt auf 7. Platz. Alvino Guani auf Platz 6. Platz 8, Paul Rivera. Platz 9, Hendrik Böckmann. Ich musste ausweichen hier, ne? Die letzte Runde ging nicht anders. Aber ich habe echt Glück gehabt, so. Wo keiner reingescheppert ist. Auf jeden Fall Glück gehabt. Ja. Weil es ist ja noch die allerdare Abend. Also wieso ist es so aufregend da? Hinter dem ganzen Pulk. Gerade ist aber Anschluss an die Spitze. Und hier sehen wir den Phil Weber, Position 7. Oh, auf dem Brandstein ausgerutscht. Oh, der siebte war das. Zum Glück nirgendwo eingeschlafen. Kommt. Relativ unbeschadet wieder zurück auf die Strecke. Phil Weber vor mir. Hendrik Böckmann direkt hinter dem Paul Rivera. Dahinter Manuel Carrasco. Patrick Koenig, der vorhin geführt hat, Platz 10. Oh nein! Nächster Abflug von unserem Tommy. Scheiße! Bis auf den 20 zurückgefallen. Da ist noch viel Weber. Jetzt haben wir so seine Eskapade. Mittlerweile 30 von Tour. Oh, hier geht der nächste Mal vorbei. Gibt es Jerez. Platz 12 jetzt. Markus Kandaric führt immer noch. Ein Level verlassen. Mittlerweile 33 von Tour. Josef Lange. Auch der fährt jetzt mittlerweile ein einsames Rennen. Michael Schertl und Rafael Pereira dahinter. Der Rafael Pereira ist jetzt an dem Michael vorbeigegangen. Oh, jetzt fahren sie schon noch in die Kiste. Da war hier den Ali, der Mundmann vor. Ja, und jetzt. Weile im hinteren Feld. Schade. Da haben wir Joe Timmermann und Phil Weber, Position 13 und 14. Der Phil Weber gibt dem Joe jetzt auf die Ecke und hämmert vorbei. Ja, die Runde ist unter Druck und jetzt kriegt der eine mit. Albino. Yeah.
weit zurückgefallen, der Ali. Wenn wir jetzt am hineinkämen. Abkämen sogar. Und hier sehen wir Roanio Gutierrez, Position 11. Zu schnell in die Kurve, die S-Kurve gefahren, dreht sich weg, aber nichts weiter passiert. Ein paar Plätze verloren und weiter geht's. Hier knallt der nächste raus, Patrick König. Mit der ersten guten Fall. Dieses Mal abgeräumt worden von Dennis Dupont, dem zweiten. Also noch ein ganzes Stück weiter vorne, Albino Guani, Raul Rivera, Hendrik Beckmann und Manuel Carrasco, die Plätze 5 bis 8. Josef Sanchez in der Box. Und hier oben im Replay der Joe Timmermann, mittlerweile Position 24, hat halt auch nicht sein Bestes da. Tut zum Alpenüberfluss und auch andotzen. Heckwiegelkrumm, schade. Naja. Da haben wir die Runde 13. Mittlerweile der Tommy auf Platz 16. Und vor ihm der Kevin Villagomez. Dahinter der Randazzo Manuel. Ich hatte mich weiter zurück. Aber Kevin Villagomez mit Arthur Weiß. Ein ganzes Stück langsamer wie du vor dir. Ja, raus mit der Wand. Und der Tommy, der jagt hier weiterhin den Kevin Villagomez und den Arthur Weiß. Es geht jetzt schon in die 14. Runde von, ich glaube, 20. Ich hätte reinfahren sollen, ne? Der Tommy mittlerweile 13. wieder und es könnte bis auf Platz 11 vorgehen und ihr seht, Josef Sanchez ist meine 14. Also Weiß hier unter Druck, oh jetzt geht er aber weit, da gehen die beiden vorbei. Das war wohl eher geschenkt, denke ich mal, hat er den Druck nicht mehr ausgehalten. So mit Tommy jetzt im Sandwich zwischen dem Arthur und dem Kevin, aber auf schon Platz 12. Der hält mich ab, die ganze Zeit. Nein, nein, der ist schon schnell hier, der Tinder. Nur der Schwatte hat ihn aufgehalten. Ich glaube, das war schlau. Oh, die Box. Und da haben wir nochmal den Roanio Gutierrez, Position 15, eingedreht, nichts weiter passiert, aber eine Position verloren. Ah, selbe wie die hatten die Höhe. Wo bin ich denn? Wo stehe ich? Alter, hier ist ja was los in der Box, ja. Jetzt hast du den Arthur Weiß wieder vor dir. Ist der Tommy auf Platz 15 rausgekommen. Jetzt hat sich das Ganze umgedreht. Der Arthur Weiß vor ihm und der Kevin Villagomez in der Box überholt. Direkt hinter ihm Randazzo Manuel. Und da haben wir unseren Ali noch einmal. Position 20. Mittlerweile hat heute auch Seders gebraucht. Da nächste Ausrutscher. Nur ganz leicht angedotzt, aber das Rennen ist mal zum Vergessen, würde ich sagen. Und hier weiter alles beim Alten. Arthur Weiß wird gejagt vom Tommy und dahinter der Randazzo. Und jetzt geht der Tommy vorbei. Der Arthur macht freiwillig Platz. Wow. Und auch der Randazzo geht direkt gleich an dem Arthur vorbei.
vorhin jetzt schon 14. von 28. Wieder Platz nach vorne, 13. Der Hendrik Böckmann mittlerweile auf dem 5. Platz. Der Raul zurückgefallen. Manuel Karas fährt sich. Das Albino eben reingehalten. Hier gibt es aber auch hauteng zur Sache da vorne. Hendrik Beckmann, Manuel Carrasco und Albano Guarani. Und der Paul Rivera, der lässt so langsam der Abreis dahinter und Schulze Cabezas. Runde 17 und der Tommy, der konnte sich jetzt so langsam mal bremsen, freischwimmen vom Randazzo. Arthur Weiss lässt abreißen. Aber zum Pass, wo hier nach vorne ist, noch ein ganz schönes Stück. Und hier wieder unsere herrliche Kampfgruppe rund um Hendrik Beckmann, Albino Guarani, Manuel Carrasco, Marco Rivera und Jose Cabezas. Alles ganz eng, aber immer noch fair. Und der Hendrik Beckmann, der kann sich so langsam ein bisschen absetzen. Markus Gonzarec, der fährt hier einsam und von der 10 Sekunden Vorsprung auf den Josef Sanchez hat er. Der wiederum 9 Sekunden auf den Rafael Pereira. Der hier mit dem Michael Schergl und dem Hendrik Beckmann im letzten Kampf. Oh, und da sind sich zwei in die Kiste reingedonnert. Jetzt schauen wir uns das nochmal im Replay an. Der Albino Guarani räumt hier den Manuel Carrasco ab und beide Kraft davon. Plätze 6 und 7, schade. Muss ja nicht sein. Damit der Tommy auf den 11. Hier ein ganzes Stück weiter vorne, der Michael Schärpel und der Rafael Pereira kämpfen um den letzten Podiumplatz. Ja, der lässt sich langsam zurückfallen, aber der Rafael Pereira und der Michael Schärpel kämpfen hier ganz schön. Nehmen wir mal den Raul Rivera, Jose Cabezas. Patrick Koenig. Von Goldenstadt mittlerweile Platz 8. Jetzt haben wir auf dem 11. Platz hinter ihm Randazzo Manuel. Den metallikfarbenen Martini BMW. Vor ihm Bas Royen. Denn der Tommy jetzt so langsam aufholt, aber viel Zeit hat er nicht mehr. Aber vielleicht ist jetzt am Ten noch drin. Wer weiß, wer weiß. Schön wär's. Und kurz vor Schluss geht unser Blick nochmal nach weiter hinten. Wo Antonio Guterres, oh, was hat er denn hier von geilen Stand hingelegt? Einmal um den, um anderen Fahrer ringsrum gedreht und aber nicht angedotzt und weiter. Verrückt. Ich glaube, der Tommy hat gut gelenkt. Und hinter ihm, der Randazzo Manuel, hat fast das Auto weggeworfen und muss jetzt abreißen lassen. Tommy holt immer mehr auf den Bas Royen auf. Kommt immer näher dran, aber die Zeit geht ihm so langsam aus.
Reiter ein kleines Stück zu weit weg, um sich im Windschatten anzusaugen und dann durch die Karte anzubrechen. Schade. Da kommt die weiße Fahne raus. Letzte Runde. Und der Tommy ist dran. Vorne der Kundaric, der fährt hier allen um die Ohren. Und hier Josep Sanchez in seinem schönen Porsche. Dahinter Rafael Pereira und Michael Schertl. Top-Leistung. Hendrik Beckmann, Platz 5. Raul Rivera auf Platz 6, dahinter Jose Cabezas. Dann haben wir den ehemals Führenden, Platz 8, Patrick Koenig. Platz 9, Harald Bieber. Platz 10, der Bas Royen und dahinter der Tommy. Aber das wird wohl leider nichts mehr werden. Und da haben wir unseren Sieger als ins Ziel gebracht. Schade, hat leider nicht ganz gereicht. Aber fast noch Top 10. Ich hätte noch eine Runde. Ja, eine Runde hätte noch gefehlt. Hey, yo, Bass, one lap more and I would catch it. Oh, sehr cool. Oh ja. Oh, Mann, ey. Das hätte Top 5 Platzierung gegeben, oder? Ja, auf jeden Fall. Du hättest um Sieg mitkämpfen können. Weil die da vorne haben sich ja gegenseitig auch rausgefeuert. Bis auf den ersten und zweiten Platz. Die sind offen davon gefahren, aber der Rest wäre drin gewesen. Auf jeden Fall. Warte, ich schalte mal hier dieses Umschaltding erstmal aus. Oh man, wenigstens Gott sei Dank ein Rennen zu Ende gefahren hier. Ja. Ja. Das war aber eine harte Geburt. Aber es war echt spannend. Zwischendurch, ey, mein lieber Scholli, jetzt auch zum Schluss. Auf jeden Fall. Schade, dass du dann so zurückgefallen ist, aber auch schade, dass ich keinen Gesprächspartner hatte. Das tut mir leid, aber das ist so schwierig hier, diese Strecke. Da sind so viele schnelle Ecken, ne, wo du... Ja, aber du kannst ruhig vor dich hinschimpfen, ne? Das ist auch cool. Was sagst du? Ich sag, du kannst auch vor dir hinschimpfen, alleine mit dir. Das ist auch cool. Ja, habe ich das gemacht? Weiß ich gar nicht. Aber zu wenig. Viel zu wenig. Ja, ich habe keine Kapazitäten zum Schimpfen. Ey, aber war ein schönes Rennen. Oh, was ist denn passiert? Da müssen sich ja echt etliche Leute weggescheppert haben, oder? Vor allen Dingen vorne, das mache ich im Replay, also die haben sich gegenseitig das Rennen ganz schön kaputt gemacht, manche. Der ist auch der Drittplatzierte. Den ist einer hinten drauf gefahren in der Schikane und hat ihn umgedreht und dann auch einer reingerauscht, da war sein Rennen hinüber. Ja. Wie bei dir gestern. Und der konnte nichts dafür, der hat ganz normal gebremst und der andere hat halt seinen Bremspunkt verpasst. Aber die konnten auch alle nicht warten und der Typ, der ihn umgedreht hat, der hat ihn ja dann nochmal angestupst, weil er vorbeigerammelt ist. Ja. Ich sag mal, so eine Top-Tentative wäre drin gewesen. Ich meine, ich hatte ja auch da in der ersten Kurve da auch meinen Ausrutscher. Da müsste ich auch ewig wegstehen, ne? Weil ich da keinen über den Haufen fahren wollte da, ne? Immerhin, das Auto ist ganz. Ja. The number 75, the Black Tree Race Crew and GTEs. Because he's got a little bit of a fight in his hands with Stevens now.
Porsche chasing the Corvette. As Thomas looking left and right, he goes to the right side. He's got a little bit of an overlap, but he's early on the brake. Some ghost contact between them is going to shove the Corvette off track. Silverdale in the number 75. That puts him up to 11th in class. And we just had the car go upside down in the campaign. Pat 15, the Pat 3 race crew car has rolled over, and it's getting going again. A lot of damage to the 75 Porsche, but it's back on its wheels and it can keep going.